Hallo, ich bin der Eike von Expat und heute möchte ich euch zeigen, wie das mit der Daunenschlafsackwäsche funktioniert. Denn je nach Benutzung muss ein Daunenschlafsack mal mehr und mal weniger gewaschen werden. Und wenn, dann natürlich nur mit einem biologisch abbaubaren Daunenwaschmittel. Dieses sorgt unter anderem dafür, dass die Lebensdauer und auch die Bauschkraft der Daune möglichst lange erhalten bleibt. Denn in der Regel hält ein Daunenschlafsack ein Leben lang. Also, ab in die Waschküche! Ja, willkommen in meiner Waschküche. Ich füge jetzt als erstes das Daunenwaschmittel in die Badewanne. Man braucht da nicht so viel nehmen. Schwupp, schwupp, schwupp. Und fülle die Badewanne ungefähr, ja, ich habe jetzt eine kleine Badewanne, mit 20, 30 cm Wasser. Wenn ihr euch entschlossen habt, den Daunenschlafsack selbst zu waschen, empfehle ich die Handwäsche. Da lässt sich am besten sehr gefühlvoll mit dem feinen Material umgehen und man kann selbst und hat es selbst in der Hand, dieses feine Material und die Kammerstege nicht zu beschädigen. Es ist als erstes wichtig, den Schlafsack auf eventuelle Beschädigungen zu untersuchen, sodass dann beim Kneten etc. nicht noch Nähte weiter aufgehen oder ja, sonst etwas passiert. Dreht den Schlafsack am besten auf links. Mache ich hier. Und dann geht das los. Einen Daunenschlafsack richtig nass zu kriegen, ist nicht so einfach, wie man das denkt. Immerhin kommt die Daune ja von Wasservögeln. Und die Daune hat eine natürliche Fettschicht, die sich erstmal gegen die Feuchtigkeit und gegen das Wasser wehrt. Der Schlafsack ist jetzt komplett durchtränkt und richtig schwer und nass. Jetzt geht ihr vorsichtig ran und macht eine ordentliche Handwäsche. Sprich, reibt das Material aneinander, sorgt dafür, dass er vorsichtig durchgeknetet wird, weil innen drin die feinen Kammerstege, diese leichten Materialien, sehr feinfühlig behandelt werden wollen. Ich habe jetzt hier den Kapuzenbereich. Das ist meiner Meinung nach immer der schmutzigste Bereich. Gerade nach der Tour hier im Nacken, im Haar sammelt sich sehr viel Fett von Sonnencreme, Körperschutzmitteln etc. Das heißt, dieser Bereich ist normalerweise immer direkt dem Daunenschlafsack ausgesetzt oder der Daunenschlafsack ist diesem Bereich immer ausgesetzt. Von daher bin ich da in diesem Bereich besonders gründlich. Und der Daunenschlafsack sauber ist, ist es wichtig, das Wasser von der Badewanne abzulassen. Jetzt, wo das komplette Wasser abgeflossen ist, ist es wichtig, den Daunenschlafsack von dem restlichen Spülmittel wirklich sehr gründlich zu reinigen. Ich nehme dafür die Brause. Jetzt ist es wichtig, den Daunenschlafsack vorsichtig aus der Badewanne herauszunehmen und in einen wasserdichten Sack oder in den Wäschekorb vorsichtig zu tun und in den Keller oder in die Sonne draußen auf die Leine zu hängen. Der Daunenschlafsack hängt jetzt über mehreren Leinen, sodass er nicht auf einer Stelle belastet wird. Nun heißt es warten und warten und warten und warten. Wer der stolze Besitzer eines Trockners ist, kann den Daunenschlafsack, sobald der gut angetrocknet ist, mit 5-6 Tennisbällen auch in den Trockner geben. Wer die ultimative Bauschkraft seines Daunenschlafsacks wieder erreichen möchte, kommt leider um einen großen Trockner nicht herum. Da ich leider keinen Trockner habe, empfehle ich diese Prozedur nur bei schönem Wetter, wenn es warm ist und die Sonne scheint, sodass der Schlafsack schön draußen in der Sonne und in der Wärme trocknen kann. Also, bis zum nächsten Mal und schlaf gut!